Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute wollen wir auch fragen, was dich heute in deinem Tag erwartet und wollen eine Botschaft, also eine Kartenbotschaft für deinen Tag. So, wo du drauf achten sollst, was du wissen sollst, wie dein Tag wird. Oder allgemein. Dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich auf dich besinnst, auf deine Frage, auf deinen Tag dich konzentrierst und erstmal in der Energie der Kristallschale einschwingst. Heute am 22. November. Schließe bitte deine Augen und stimme dich voll und ganz ein. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist du bereit für die Botschaften. Ich mische die Karten mit dir gemeinsam. Bitte sende mir ganz feste deine Gedanken hierzu. Ich bitte um Antworten für meinen Zuschauer, für meine Zuschauerin, für die Thema, was für sie heute, für ihn heute wichtig ist. Und da kommen schon die Antworten. Da kommen schon die Antworten. Hier sind sogar drei Karten gekommen. Die lassen wir auch. So, und das dritte, wo die dritte Botschaft auch. So, und jetzt mische ich noch mal die Karten. Ich bitte noch um die Botschaften für meinen Zuschauer und meine Zuschauerin für den heutigen Tag. So, und da ist auch schon die Botschaft gekommen. Jetzt nochmal die bunten Feder verteilen. Also einmal grau, einmal pink und einmal blau. Also hier einmal dunkelblau, einmal die Naturfarbe und einmal die pinke Farbe. So, und wenn du hier diesen dunkelblauen Feder hier gewählt hast, dunkelblau ist ja auch die Energie von Erzengel Michael, kommt für dich die Karte der Mond, Erzengel Haniel, die Gelegenheit, deine Pläne zu optimieren. Höre auf deine Intuition, sie bringt dir die richtige Führung. Stell dich deinen Ängsten und gewinne an Kraft. Also es geht hier darum, wir haben ja morgen den Vollmond, dass du auch die Energie des Mondes nutzt, um deine Pläne noch zu optimieren, also noch zu verfeinern, noch genauer zu planen. Dabei ist es ganz wichtig, dass du auch deine Intuition nutzt. Der Mond hat ja auch ganz, ganz viele intuitive Kräfte in sich. Und die wird dir auch die richtige Führung bringen. Also, es ist wichtig, dass du dich deinen Ängsten stellst. Wenn du dich deinen Ängsten stellst und durch deine Ängste durchläufst und erkennst, dass du gar kein Angst haben brauchst, wirst du an deine Kraft gewinnen. Und dann kommt nochmal Bube Gabriel, folge deine Passion. Du bist bereit für jede Herausforderung. Gelegenheiten für Begeisterung und aufregende Abenteuer. Also wenn du für etwas brennst, wenn du jetzt eine Passion hast und sagst, das ist toll und ja, dann folge dieser Herausforderung und wirst du auch dazu ganz bestimmte Gelegenheiten bekommen. Und ja, sei begeistert und sei offen für diese Abenteuer. Und Erdenkraft, ich verbinde mich intensiv mit Mutter Erde und werde durch ihre Kraft unterstützt. Also es ist wichtig, dass du dich auch erdest, weil bei dem Vollmond sind die Energien auch meistens sehr, sehr stark, dass du diese Energie zu
Erde bringst, dass es dir auch gut geht dabei. Wenn du diese graue Feder gewählt hast, du hast hier 3 Karten bekommen, schauen wir, welche Karten du hier bekommen hast. Die Hohepriesterin, also machtvolle, übersinnliche Erkenntnisse, Reflexion und Meditation liefern wertvolle Informationen, sei im Frieden. Also du wirst hier so Eingebungen, Geistesblitze bekommen, also Reflexion auch für dich, also dass du dich zurückziehst, dass du deine Gedanken, dein Vorhaben reflektierst, in der Meditation gehst und auch die Informationen, die dann noch dazu bekommst, einfach annimmst. Also du bist hier auch schon sehr spirituell, öffne dich dafür. 6 Michael, es ist das Licht am Ende des Tunnels, gönne dir jetzt einen tiefen Seufzer und Erleichterung und mache neue Pläne, ein Umzug oder eine Reise. Es kann sein, dass du hier einen Umzug planst oder einen Urlaub planst und es ist jetzt auch nach schwerer Zeit. Siehst du auch hier das Licht am Ende des Tunnels und du darfst ruhig erleichtert sein. Das ist durchaus positiv und mache deine neuen Pläne weiter. Und du darfst auch ohne Angst vertrauen. Hier König Raphael, du hast die Fähigkeiten, alles wirklich zu erreichen und viele Dinge auf einmal zu erreichen, weil du bist ja auch kreativ. Auch wenn du jetzt zum Beispiel einen Umzug hast und arbeiten musst oder wie auch immer oder ein Geschäft aufbaust. Also du hast die Möglichkeiten, vieles auf einmal zu erreichen. Folge deinen Leidenschaft. Und das stärkt auch dich heute in deinem Selbstbewusstsein. Ich werde mir mehr und mehr bewusst, wer ich wirklich bin, dass du deine Stärke, deine Kraft auch erkennst und dir deiner selbst bewusst wirst. Also wenn du hier diese pinke Feder gewählt hast, dann ist deine Botschaft für dich, dass du hier Wohlstand als folgeweisen Plans Zeit für den nächsten Schritt zu tun. Also bei dir läuft es geschäftlich, dir geht es gut, also Wohlstand, optimistische Pläne und die sich deinen Erwartungen entsprechend realisieren. Du hast hier gute Pläne, die werden sich auch realisieren, ja? Und Ritter Ariel, es gibt vieles zu erreichen. Stelle einen detaillierten Plan auf, weil dieser Plan ist auch von den Engeln bewacht. Also bewacht von einem liebevollen Wesen. Also vielleicht auch von deinem Schutzengel. Es ist wichtig, dass du dir einen guten, detaillierten Plan aufstellst, weil dann wirst du die auch erreichen. Und es ist auch wichtig, dass du dir auch eine Entspannung heute gönnst. Ich erlaube mir, mich jetzt vollkommen zu entspannen und loszulassen, dass du diesen Plan aufstellst und dann das auch loslässt und nicht krampfhaft daran festhältst, sondern eins nach dem anderen erledigst und folgst. Das war die Tagesbotschaft für heute, für den 22. November 2018. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.